allen vom Feind in die Luft gesprengt werden. Ihr macht eine kleine Artillerie, wie es aussieht. Was zur Hölle? Wie hat er mich... Ach, da der Stacheldraht da steht, natürlich. Ja, jetzt darf ich nur wieder einen neuen bauen. Der war gefickt eingeschädelt. Hm? Warte mal, ich brauche mal einen von euch, der startet. Ich muss mal wegen dem Stacheldraht entfernen. Der stört mich gerade so ein bisschen so. Das wäre vielleicht auch gut, wenn ich nicht alles... Okay, ich habe genug Ressourcen. Ich weiß gar nicht, wohin damit so. Ich kann wieder einen auf Vernichtungskrieg machen. Vernichtungskrieg. Ressourcenbefeuerungskrieg. Wie nennt man sowas? Mir heute fallen Worte nicht ein, so wie sie tun sollen. Hallo, Jungs. Was? Wieso sind die jetzt explodiert? Die waren doch... Och gut. Och komm schon. Das Spiel hasst mich gerade, ich merke schon. Vielleicht habe ich jetzt verloren, zwei Stück. Das Spiel hasst mich gerade, ich merke es förmlich. Das Spiel hasst mich gerade, ist der Wahnsinn. Und bevor ich euch auch noch verliere, rückt ihr mal 2 Meter zurück. Bessere Panzerung. Oh, ich darf jetzt Transporter vorhin schon bauen? Nee, oder? Nee. Oder vielleicht doch? Wer weiß das schon. Egal, wir mähen das Ding da jetzt noch platt. Platt. Wir mähen es platt. Hallo, schießt doch! Oh, das Ding hat eine höhere Reichweite als ich. Das erklärt auch, warum es mich getroffen hat. Hä? Hey. Aber jetzt bist du tot. Wenn ich noch lebe. Das ist ein äußerst großer Vorteil im Kampf, wenn man auch lebt und der Feind tot ist. Kann ich nur empfehlen, einfach mal ausprobieren. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, sind da noch mehr oder waren das alle? Eine äußerst interessante Frage. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die da auch Artillerie haben. Das ist schon leicht unfair, muss ich sagen. Also so vom gesamten System her. Ist das so überhaupt erlaubt? Ich weiß gar nicht. Haben wir da so schönes? Kanonen? Haben wir da noch hinten noch Artillerie stehen? Ja, natürlich. Wie könnte es auch anders sein, ne? Stell dich mal so auf. Jung, machst nicht schon wieder Dummheiten. Ich sehe es genau in deinen Augen, du machst schon wieder Dummheiten. Ich hasse es, wenn die KI Dummheiten macht. Vor allem, wenn es meine eigene KI ist. Könntet ihr bitte mal... So, danke. Rückt mal hoch. Man braucht schon ordentlich Panzer, ne? So, schießt ihr noch auf irgendwas. So, wenn es gleich Krumms macht, weiß ich, ich bin zu nah rangeflogen. Rangefahren. Rangeflogen. Ja! Warum läufst du denn jetzt davor? Bist du des Wahnsinns? Sag mal, auf was muss ich denn noch einstellen, damit er mit dem Scheiß aufhört? So ein Dummer auf dem Haufen durch weh, oder? Ich warte. Sir, jawohl, Sir. Muss ich ihn doch auf Fliehen stellen, oder was? Wir werden angegriffen. Was? Wieso können die auf den Boden schießen und ich nicht? Sollen der uns denn jetzt?
Warum können die das? Warum heißen die Null? Ich weiß, warum die Null heißen, weil das Zeros sind. Die Übersetzung dazu ist Null. Ganz toll. Ja, ganz toll. Okay, die Dinger heißen in Wirklichkeit Zero und... hallo, bleibt ihr mal da stehen, ihr Vollpfosten. Schießt die mal irgendwie ab. Ich kann natürlich nichts bauen, was irgendwie in die Luft schießen kann. Vernünftig, oder? Im Moment, konnte ich was bauen, was in die Luft schießen kann? Vernünftig? Nö. Nö, auch hier nicht. Gut. Oh, heilt euch mal gegenseitig. Die haben Zero mit Null übersetzt. Auch schön. Das fällt mir jetzt erst auf, vor allem. Das erklärt aber, warum da Null steht. Haben es die Übersetzer wieder mal wegen zu gut gemeint, hm? Beziehungsweise wussten nicht, dass das ein Eigenname ist. Wir werden angegriffen. Will die bitte mal alle abschießen? Wäre ich euch sehr verbunden. Wo ist denn der Flughafen? Da ist keiner, ist nur da. Der ist direkt hinter dieser Befestigung. Ich bin skeptisch, ob ich da hinkomme. Scheiß Artillerie da oben. Na, nicht sterben. Heil den mal ganz schnell. Wäre euch ganz dankbar dafür. So, ihr schießt jetzt bitte mal ab. Konntet ihr nicht dann aufschießen? Nein, offensichtlich nicht. Okay. Können nur die Partisanen mit dem Gewehr, weil das wäre sonst zu schön. Gut. Wenn wir das geklärt hätten, kannst du es jetzt irgendwie weitergehen. Vielleicht. Und dich stellen wir jetzt gleich mal auf Speerverhalten, so. Wenn die Scheiße hier mal aufhört, dass du ständig verreckst. Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück und es hört so ein bisschen auf. Da kommt schon der nächste, glaubst du es? Wir werden angegriffen. Was zur? Ah, es hat eine Flugzeug. Ich. Es gibt's doch nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, da oben durchzukommen. Das ist anders so gesehen. Mach's an, halt die Fresse so. Ich brauch mal einen, der. Ja, richtig, das Flugfeld ist ja schwebend. Für extra Dynamik. Ja. Oh, ich habe die Flagge schon nach oben verlegt. Fertig, Sir. Ist der eben... Vergiss es. Fertig, Sir. Gehen wir. Was haben die für eine Reichweite? 9 plus 1. Die treffen mich da. Ach du Scheiße. Oh, was? Die killen die ja noch mit einem Schuss. Fickt euch. Und ich kann sie nicht in die Luft... Ist doch kacke. Wieso können meine Flieger nicht aus der Luft angreifen? Das sind amerikanische Modelle, die können das nicht. Wie haben die Amerikaner gleich mal den Weltkrieg gewonnen? Ah ja, durch die Russen. Das muss so gewesen sein. Okay, wir könnten aber... Interessant dabei ist auch so Umfragen, wer den Krieg gewonnen hat, die Amerikaner oder die Russen. Ende des Zweiten Weltkriegs haben doch die meisten gesagt, die Russen waren es. Inzwischen glauben mehr Leute, dass die Amerikaner den Krieg gewonnen haben.
Militärisch haben sie nichts drauf, aber propagandamäßig können es die Amis schon ein bisschen, ne? So. Wenn ihr das jetzt bitte mal niederschießen, damit ich hier mal durchkomme und den netten Herrn dahinter zeigen kann. Die können doch nicht wirklich so eine hohe Reichweite von da nach da unten haben, oder? Doch. Geil, wir knacken da jetzt die Wand auf und dann zeige ich es der Artillerie da hinten mal. Wenn hier jemand artilleriert, dann bin ich das. So, hier kann ich nicht rum. Nicht wirklich, nicht. Ich könnte natürlich von hinten kommen, aber das wäre voll langweilig. Heute kommen wir mal nicht von hinten. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, komm. Ja, das sieht schon mal gut aus. Du stellst dich da hin, dann kann ich dich mal abziehen und ihr könnt den Panzer nicht heilen. Das geht nur im Krankenhaus. Weil Baum. Keine Ahnung, brauchen wir wahrscheinlich spezielle Pflaster oder sowas. Spezielle Binden und Wundsalben, keine Ahnung, und die Aufnahme muss mal neu gestartet werden. So, ja, bitte überschreib das mal. Gut, die drei Stück mal bitte dahin. Ich warte. Die Mauer steht ja immer noch. Mauer muss weg, Ja, natürlich nicht, also bitte. Wohnt doch hier im Westen, da muss doch die Mauer nicht weg. Fordert denn so ein Unsinn? So. Wäre schön, wenn das Stück auch noch weg wäre, dann könnte ich nämlich hier fast schon problemlos durch. Jetzt speichern wir nochmal, bevor wir wieder irgendwie. Ja, ich warte. Positiv. Laufen nochmal so 2 Meter vor. Wir hören nur so wegen die Explosion an. Positiv. Hoffen, dass jetzt gleich nicht wieder irgendwas irgendwo bei uns einschlägt. Und dann sind wir da endlich durch und dann werde ich mal eine kleine Diskussionsrunde mit Artillerie da oben führen. Das geht nämlich so nicht. Das geht so nämlich gar nicht. So, tschüss. Das könnte jetzt fast schon zu weit sein. Aber scheinbar sieht mir die feindliche Artillerie nicht. So nach dem Motto, ich sehe sie ja auch nicht, also sehen sie mich nicht. So ganz einfach da durchzukommen, also bitte. Wobei ich für den schnellen Angriff vielleicht lieber eine kleinere Truppe nehme. Die größeren Truppen reiben sich immer gerne auf. Weil sie Dinge tun, die sie gar nicht tun sollen. So, um aufs Nummer sicher zu gehen, dass sie da auch durchkommen mit ihren fetten Ärschen. Schießen wir die da einfach mal weg. So lief der Zweite Weltkrieg auch, nur mit unendlich vielen Ressourcen und einzelnen Arbeitern, die das abgebaut haben. Genau so, nicht anders. Ich habe fast das Gefühl, die machen mehr. Ne, irgendwie machen die angeblich damit sogar weniger, aber irgendwie. Details. Na komm schon. Mauern abreißen, was verstehe ich was. Nicht wirklich. Na komm. Ja, mehr die da auch noch wieder mit nieder. Ihr zieht euch jetzt mal ein Stück zurück, bevor da irgendwas zurückkommt. Muss ja nicht sein. Ich finde es sowieso unfair, dass der Gegner zurückschießen darf. Ich warte. Erwarte Befehle. So, du bist der schnelle Stoßtrupp. Okay. Glückwunsch. Ihr werdet euch jetzt in die überhaupt nicht gefährliche Mission begeben, da hinten alles platt zu schießen, was da artilleriemäßig rumsteht. Problem ist, ich muss da dann wahrscheinlich komplett rumfahren. Naja. General, erwarte Befehl. Was wird denn gebraucht? Leutnant General, so bitte. Okay. Ich bin schon Dingsbums, ne? Okay. Feldmarschall hier, ne? Roger. Auf amerikanischer Seite gab es davon ja auch so viele. Okay.
So, benutzt mal eure hohe Geschwindigkeit und die Tatsache, dass ihr nicht vorwärts kommt, weil ihr dumm seid wie Brot mal wieder. Schießt! Schießt doch! Nicht da stehen bleiben! Oh, ihr seid doch voll dämm, wisst ihr das? Ich hab hier, das ist so eine Schwarmdummheit, kennt ihr vielleicht. Je mehr es werden, desto dümmer werden sie auch. Egal, jetzt ist gleich Feierabend. Und ich sehe das Flugfeld, okay. Ich habe jetzt zwar einen Haufen Panzer verloren, weil die Panzer mal wieder dumm sind wie Brot und sich gegenseitig blockieren, aber hey. Eins und dann nochmal fünf. Wir werden angegriffen. Ja, ja, ist mir doch egal. Ja, Sir, erwarte Befehle. Sind ja weit gekommen hier, ne? Ja, ja, das hat sich, glaube ich, gleich wieder erledigt. Da oben ist noch ein Flak-Halbkettenfahrzeug. Sieht eher nach deutscher Fabrikation aus, aber das waren ja unsere Verbündeten, von daher passt das schon. Fahr da weg. Hab ich alles noch... Ist alles noch da, wo es sein sollte? Ja, gut. Ihm gehört in dieser Arm, der hier schon wieder rumliegt, also wirklich... Sir, ich warte. Sir, jawohl, Sir. Der Scharfschütze ist natürlich vielleicht 2 Kilometer weit hinten. Ja, Sir. Genau da, wo er gerade mal nicht sein soll. Ja, Sir. Larry ist manchmal auch recht aggressiv. Sir, jawohl, Sir. So. Positiv. Ich warte. Dann wollen wir uns hier mal drum kümmern. Ihr geht weg. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht sonderlich. Und tschüss. Widerstandsfähige Mistkerle. So, den Bunker machen wir gleich noch nieder. Dann ist hier schönes Durchkommen angesagt. Ich warte. Sir, jawohl, Sir. Hallo, nicht dahin laufen, bitte. Würde ihr den mal bitte erschießen? Hallo? Schieß! Mach's halt nicht so spannend. Zerträgt mein armes Herz doch nicht. So, das ist viel zu verfettet, als dass es sowas standhalten würde. Bitte das noch kaputt schießen. Danke. Angebot des Tages. Granatenbeschuss. Ich hätte mir eigentlich mit der CNC endlich mal weitermachen. Oh, hätte ich jetzt irgendwie auch wieder Lust drauf. Es fehlt mir nur an Zeit. Wir werden angegriffen. Da guckt er zu und macht gar nichts. Wie man da einstellt, ist es verkehrt. Gut. Diskussion beendet. Ich habe mit meinen Argumenten gewonnen. Ist da noch irgendwas, was diskutieren will? Da ist tatsächlich noch was. Auch das werden wir noch mit meinen hochkarätigen Argumenten überzeugen können. Bin ich mir sicher. Ich habe durchschlagende Argumente. Ha. Wir sind voll scheiße. Was zur Hölle? Wieso habe ich da... Noch mal irgendwas verloren? Ich warte. General, erwarte Befehle. Wir werden angegriffen. Hört ihr jetzt auf, mit aufzuschießen? Habe ich noch mehr Panzer verloren oder was? Sir? Von denen ich nichts mitbekommen habe. Ich warte. Scheinbar. Okay. Sir, erwarte Befehle. Ich warte. Hab ich Flugzeuge verloren? Ich. Nee, hä? Oder habe ich mich irgendwie an der Zahl geirrt? Irgendwo habe ich mich geirrt. Oh, da ist doch was. Ja komm, wenn, dann wollen wir es schon richtig machen, ne? Meine Flieger werde ich auch bald nicht mehr brauchen.